Am Internationalen Frauentag, dem 8. März, hatte der Verein Berthe im Kirchdorfer Rathaus eine Kunst- und Kultursession organisiert. Unter dem Motto »Weiblich, sinnlich, selbstbewusst« standen Kunstgenuss, Vielfalt, Spaß und Frauensolidarität im Mittelpunkt dieses Abends. Vizebürgermeister Ewald Breitwieser würdigte in seinen Grußworten die Leistungen des Vereins Bertha als einen wichtigen Beitrag bei der Unterstützung der Frauen in allen Lebensbereichen. Heute ist der Internationale Frauentag, 8. März, der hier im Kirchdorfer Rathaus gefeiert wird mit Frauen und Männern aus der Region. Der 8. März ist ein Tag, der für Chancengleichheit für die Frauen steht und ist ein Tag, wo wir Frauen ein starkes Zeichen setzen wollen. Deshalb hat der Verein Bertha in Vorbereitung dieses Frauentages öffentlich eingeladen zur Auseinandersetzung mit dem Frauenbild. Weiblich, sinnlich, selbstbewusst ist das Motto dieses Abends. Und es ist überwältigend, dass über 27 Künstlerinnen, Frauen aus dem Bezirk Kirchdorf hier ihre Kunstbeiträge öffentlich zur Schau stellen und sie sozusagen auch in Kontakt mit den Menschen hier treten, wie ihr Zugang ist, ja, als Frau zur Kunst. In den letzten Wochen haben sich Frauen gemeldet, die gesagt haben, ja, ich arbeite künstlerisch, ich habe bis jetzt noch nicht ausgestellt oder ich habe noch nicht die richtige Plattform gefunden. Und wir haben als Bertha jetzt die Plattform geboten, dass also da Kunst dargestellt wird, Kunst präsentiert wird von Acryl, von Malerei, Acryl bis zu Live-Acts, Bodypainting. Welch großes künstlerisches Potenzial in den Frauen steckt, zeigten eindrucksvoll die Werke von Daniela Baldessari, Silvia Bauer, Maria Buchal, Helga Bronz, Helene Ebner, Elisabeth Fellinger, Annette Friedel-Prenninger, Astrid Haslinger, Sabine Huema, Stefanie Huema, Bianca Kerbel, Alexandra Klinger, Ursula Koller, Hermine Koppensteiner, Melanie Koppensteiner, Ingrid Kranzl, Sabrina Leitner, Monika Panhölzl, Sigrid Schamranzer, Gisela Sommerhuber, Sabrina Sperrer, Petra Spiesberger, Eva-Maria Weißenböck und Brigitte Zauner. Ihr musikalisches Talent bewiesen an diesem Abend Marlies Mitterhuema und Mona Weißenböck. Der große Erfolg dieses Aktionsabends lässt auf eine baldige Fortsetzung dieser Veranstaltung hoffen.